Aloha, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine WordPress-Seite oder deine WordPress mit einem Page-Builder wie Elementor erstellten Seite schneller machen kannst. Es ist ja bekannt, dass WordPress vor allem dann auch in Verbindung mit bestimmten Themes oder eben auch Page-Bildern wie Divi, Elementor, Beaver-Bilder und wie sie nicht alle heißen, nicht die schnellsten sind. Natürlich macht das jeder vielleicht ein bisschen anders. Ich zeige dir heute, wie ich das normalerweise mache, wie ich meine WordPress-Seiten oder Elementor-Seiten schneller bekomme. Zuerst einmal, warum sind die Seiten jetzt eigentlich etwas langsam? Ja, also natürlich kannst du, wenn du eine WordPress-Seite baust und ein ganz ein schlankes Theme hast und vielleicht hast du nicht so viel Content auf deiner Seite, dann wirst du natürlich auch gute Ergebnisse im PageSpeed bekommen. Aber meistens ist es eher der Fall, natürlich will man auf seiner Webseite etwas präsentieren, hat vielleicht ein paar Animationen drin, vielleicht ein Video eingebaut, schöne großflächige Hintergrundbilder, vielleicht hier und da mal ein Parallax-Effekt und schon leidet die Ladezeit darunter. Also einerseits liegt es am Content und andererseits natürlich auch, wie dein Theme aufgebaut ist. Ja, je komplexer dieses Theme gebaut ist und je mehr Features das bietet, die du vielleicht gar nicht verwendest. Oft werden einfach sehr viele Bibliotheken geladen, die du gar nicht brauchst auf deiner Webseite. Da habe ich schon einiges gesehen, wie manche Themes einfach schlecht aufgebaut sind und da musst du eben schon aufpassen. Ja. Wenn wir jetzt in Richtung Page-Builder gehen und speziell ins Elementor, natürlich ist das bei vielen anderen genauso der Fall, also egal ob es jetzt Divi ist oder Beaver-Bilder, ich habe mich jetzt auf Elementor fokussiert. Diese Page-Bilder blähen den Code im Hintergrund etwas auf, ja, und darunter leidet eben die Ladezeit. Meistens sind halt eben verschiedene Elemente, die du eben mit Drag-and-Drop reinziehst, ja, schauen vielleicht ganz simpel aus, aber sind vom Page-Bilder einfach sehr verschachtelt angeordnet und dadurch wird eben der Code deiner Seite viel länger und somit dauert es auch etwas länger, bis die komplette Seite geladen ist. Da geht es zwar nur oft um Millisekunden, aber all diese Millisekunden sind in Summe eben ein paar Sekunden und ein paar Sekunden sind dann schon etwas zu viel. Bevor es jetzt losgeht mit meinen Tipps zur Verbesserung der Ladezeit, schauen wir uns zuerst einmal an, wie kannst du überhaupt die Ladezeit deiner Webseite messen? So, schauen wir uns zuerst die Webseite an, die wir testen und verbessern wollen. Diese Seite ist mit Elementor Pro aufgebaut. Ich habe hier einen Shop drinnen, WooCommerce, das ist mein Shop-System. Wir haben hier ein riesiges Hintergrundbild, also für den Hero-Bereich, haben ein paar kleinere Animationen drin, also On-Scroll-Animationen. Hier gibt es einen Image-Slider, also ein Karussell und ein Kontaktformular. Ja. Das war es eigentlich schon wieder, da unten ist schon der Footer. Also ist jetzt keine riesig große Seite, aber doch mit einigen Funktionen drinnen, so wie sie eben auf den meisten Webseiten zu sehen sind. Wie gesagt, ist jetzt nur ganz schnell eine Seite erstellt mit Elementor Pro. Ist vielleicht nicht besonders schön und das könnte man vielleicht alles ein bisschen schöner gestalten und Abstände machen und so. Ist jetzt ganz schnell aufgebaut, damit ich für das Video das hier zeigen kann. So, wie messen wir jetzt die Ladezeit dieser Seite? Also dafür gibt es verschiedene Tools. Das bekannteste davon ist wahrscheinlich PageSpeed Insights von Google. Du willst deine Seite ja nicht nur für deine Besucher sehr schnell machen, sondern auch für Google, damit du auch in den Suchergebnissen weiter oben erscheinst. Denn je schneller die Webseite ist und je fehlerfrei die Webseite ist und auch benutzerfreundlich, also all diese Dinge zählen genauso für den PageRank auf Google, sodass du in den Suchergebnissen weiter nach oben kommst. Ja, wir testen jetzt unsere Seite. Ich habe die einfach da eingegeben. Da kann man auf Analysieren klicken und das dauert jetzt ein paar Sekunden. Ja, wie man sieht, ist das Ergebnis mobil jetzt nicht unbedingt sehr schön. Da ist alles rot. Schön wäre es, wenn alles grün wäre. Man sieht da auch so eine kleine Statistik, 0 bis 49 Punkte im PageSpeed. Ist jetzt nicht so toll. 50 bis 89, ja, so mittelmäßig. Und alles über 90 wäre schon ganz gut, ja. Wenn es 100 erreicht, top, aber wir schauen, was wir rausholen können. Man sieht ja auch ganz genau im Detail, wie lange die Seite lädt, beziehungsweise wie lange es dauert, bis man zum ersten Mal auf der Seite was tun kann, also klicken kann. Da unten gibt es auch Empfehlungen, ganz wichtig wirklich, diese Empfehlungen wirklich zu beachten. Und man sieht schon, hier gibt es ein paar Tipps, die man machen kann. Und wir werden uns auch immer wieder das Ganze anschauen. Zuerst würde ich sagen, schauen wir mal, wie schaut das Ganze auf einem Computer aus.
Ja, okay, zumindest ein bisschen besser. 76 Punkte, also der Rank von PageSpeed. 1,3 Sekunden Zeit für die erste Interaktion. Ist auch ganz gut, finde ich jetzt nicht schlecht. Ja. Wenn wir eine Website erstellen, wollen wir natürlich auch, dass die bei Google organisch gut gerankt wird. Und da schauen wir natürlich, dass wir diesen PageSpeed gut hinbringen. Ein weiteres Tool, was auch sehr bekannt ist, ist GTmetrix. Testet ein bisschen anders. Das heißt, man kann die Ergebnisse nicht immer eins zu eins vergleichen, aber liefert auch eine sehr genaue Beschreibung und genauso auch Tipps, was man verbessern kann. In dem Fall sieht man hier, es wird vom Serverstandort Vancouver, Kanada getestet. Wenn man sich hier registriert, kann man auch mehrere Einstellungen zum Testen machen und sieht dann noch mehr Details. Könnte man zum Beispiel auch den Serverstandort einstellen. Wenn man jetzt genau weiß, okay, man erstellt die Seite zum Beispiel nur für Österreich oder nur für Deutschland, also für Besucher aus Deutschland, dann braucht man natürlich nicht mit einem Server von Kanada testen und sich die Ergebnisse anschauen, sondern sind vielleicht die Server in Österreich sogar schneller, wäre dann eine genauere Messung. Wir haben hier einen Wert von C, geht von A bis F, also A ist das Beste. Hier sieht man auch gleich, wie lange es dauert, bis der größte Teil deiner Seite geladen ist. Da genauso wie bei Google auch sieht man einige Tipps, die man verbessern kann. Hier sogar eine Auflistung an Dateien, die geladen werden, die man vielleicht Caching verbessern kann, dazu später etwas mehr. Und hier noch ein paar Details zur Ladezeit generell und wie groß auch die Dateien sind. Ja, wir haben hier ein Bild mit 2,14 MB, das ist wahrscheinlich unser Hero-Bild hier auf der Startseite. Da kann man schon einiges einsparen. Und eines, was ich auch gerne verwende, ist Lighthouse. Mittlerweile ist das im Chrome unter den Developer-Tools mit eingebaut. Da kann man hier auf den Reiter Lighthouse gehen und kann sich einen Bericht erstellen lassen. Ganz wichtig, ich würde das immer in einen privaten Modus oder in Cognito-Mode machen, weil da der Großteil der Extensions, die man im Browser vielleicht hat, nicht berücksichtigt wird. Im normalen Fenster laden diese Extensions auch etwas zur Seite dazu und verlangsamen natürlich die Seite und deswegen sollte man das immer in einem privaten Fenster machen. Ich will eigentlich nur die Leistungen, SEO etc. interessieren uns jetzt gar nicht und in dem Fall muss ich separat auswählen. Das heißt, ich schaue mir zuerst den Bericht für Computer an. Wie man sieht, ladet hier auch die Seite im Hintergrund und man sieht, was passiert. Ja, das Ergebnis sieht hier ziemlich ähnlich aus, eigentlich von der Zeit noch schlechter als bei Google. Wir sind jetzt auf Computeransicht. Ja, da müssen wir unbedingt was tun. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Und das erste Thema ist, abgesehen von dem, was ich auf der Webseite machen kann, ist natürlich der Webserver. Hier ist eben ein guter, schneller Webserver, das um und auf. Ich muss sagen, ich bin aber mit Shared Hosting eigentlich beim Großteil meiner Kundenwebseiten sehr zufrieden. Ich habe 2, 3 Hosting-Anbieter, die ich empfehlen kann. Ich verlinke die dir unten in der Videobeschreibung. Also da habe ich mehrere Kundenwebseiten drauf liegen oder empfehle auch meinen Kunden, dass sie vielleicht dorthin wechseln, wenn deren Server nicht so schnell ist. Du kannst dir die Hoster gerne mal anschauen. Da sind wirklich welche dabei, die auch sehr günstige Angebote haben. Also ich habe schon erlebt, dass Kunden zu mir gekommen sind, die haben wirklich 30, 40 Euro im Monat für ihren Webserver ausgegeben, einfach weil das so ein veraltetes Paket war. Und der Server war so gruppenlangsam. Ich habe dieselbe Seite dann einfach auf meinen Server einmal gespiegelt und habe dem Kunden gezeigt, wie viel schneller das läuft, ohne dass man was anderes macht, das ist Render-Webserver. Wenn ich jetzt mal ins Backend der Seite reinschaue, der erste Tipp ist, schau, dass alles aktuell ist. Das findest du unter Dashboard-Aktualisierungen. Da wird dir immer angezeigt, ob es vielleicht irgendwelche Updates gibt, sei es Plugins, Themes oder die WordPress-Version selbst. Denn die Updates dienen nicht nur der Sicherheit, dass vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken geschlossen wurden, sondern viele Anbieter bei Plugins, vor allem aber auch bei Themes, schauen auch darauf, dass sie eben den Code verbessern, wenn es vielleicht eine neue PHP-Version gibt, dass sie ihren Code anpassen. Beim Theme-Kauf muss man schon aufpassen, dass man da nicht vielleicht ein Theme kauft, was schon 4, 5 Jahre alt ist und nicht mehr weiterentwickelt wird oder sowas. Da ich jetzt viele Webseiten mit Elementor aufbaue, verwende ich das Theme Hello Elementor, das ist direkt von Elementor. Es bietet kaum Styling, hat jetzt fast gar keine Features drin und das wirst du sehen, wenn du das Theme einfach installierst und du wirst einmal gar nichts sehen außer deinen Text.
das ist eben extra für den Page-Builder gemacht, sodass eben hier schon eine sehr gute Performance erzielt wird und nicht unnötig irgendwelche Elemente dort schon drin sind im Film. Bleiben wir aber noch hier, denn der nächste Punkt ist Plugins. Wenn ich hier in meine Plugins reinschaue, in meiner Webseite läuft jetzt auch WooCommerce. Ich habe hier so einen JetWoo-Builder von CrocoBlock drinnen, damit würde ich die Seiten aufbauen. Germanized für WooCommerce, für den deutschsprachigen Raum. Also ich habe ja verschiedene Plugins. Wie man sieht, das sind jetzt gar nicht sehr viele. Ja, wir haben jetzt 6 Plugins hier drinnen und wir haben eigentlich eine Webseite, die jetzt gar nicht so schlecht ausschaut. Ja, und sogar mit kompletter Shop-Funktion und Kontaktformular. Da brauche ich nicht viel mehr Plugins. Je mehr Plugins du hast, desto langsamer wird auch deine Seite. Nicht bei jedem Plugin verlangsamt sich die Seite, aber meistens ist das so, ja, weil all diese Plugins dann Code in deine Seite reinladen, der eben für die verschiedenen Funktionen sorgt. Deshalb dieser Tipp, schau, dass du nicht unnötig viele Plugins hast. Ja, man braucht kein Plugin, damit man Google Analytics da einbindet. Man braucht jetzt auch kein extra Plugin, das man mit seinem Bilderkarussell da anzeigt. Ja, es ist alles schon in Elementor Pro drin. Natürlich, wenn du die Seite weiter ausbauen willst und möchtest dir verschiedene Plugins dazu kaufen, dann muss man das eben in Kauf nehmen und muss an anderer Stelle eben verbessern. Der Page-Builder Elementor ist bekannt dafür, dass er eben auch viel verschachtelt. Wir schauen uns das einmal auf der Startseite an. Mit Verschachteln meine ich Folgendes. Wenn wir uns das Element jetzt anschauen, das ist ja eigentlich eine Section und 3 Spalten. Es schaut jetzt noch nicht viel aus, es ist 3-spaltig. Wenn ich mir dieses Element jetzt mal im Code anschaue, diese Section, die unterteilt sich da in verschiedene Divs und die Spalten. Dann ist da nochmal und nochmal und nochmal und da gibt es ein Style dazu und da gibt es noch ein Div und noch ein Div. Also es ist schon sehr verschachtelt. Und je tiefer diese Ebenen gehen, desto länger braucht die Seite auch zum Laden, weil es eben mehr Code ist. Ja. Mein Tipp ist, dass man schaut, dass man so wenig Verschachtelungen wie möglich hat. Ja. Dass man jetzt nicht Kacheln hat und das nochmal unterteilt in Spalten und Columns. Und also lieber ein schlichteres, simpleres Design und dafür gewinnt man etwas Performance. Dasselbe gilt auch für die Header. Wenn ich hier zum Beispiel einen neuen Header jetzt erstellen würde und nehme jetzt einmal das Template hier, das Elementor Pro anbietet. Ich nehme mir hier das zum Beispiel her. Das ist ein recht einfacher Header. Ja, mit Logo, Titel, die Navigation und einen Button. Aber wie man sieht, haben wir hier verschiedene Spalten. Und wir haben aber nur eine Zeile. Und ich kann so den Code ein bisschen verringern, indem ich diese Spalten rausnehme. Ich brauche eigentlich nur 2 Spalten. Ich zeige das jetzt kurz mal, wie ich das meine. Ich habe hier in einer Spalte die Navigation und in einer Spalte den Button. Das könnte ich aber auch zusammenlegen. Ich setze mir den Button jetzt hierher, lösche mal die letzte Spalte und sage beim Menü auf Erweitert, Positionierung und sage Breite ist Inline. Jetzt ist die Navigation mal darüber gesprungen. Ich mache dasselbe mit dem Button, Erweitert, Positionierung, Breite, Inline. Aha. Und wie wir sehen, sitzen die 2 Elemente schon nebeneinander. Die müssen wir jetzt noch rechtsbündig machen, deswegen bearbeite ich die Spalte und sage in der horizontalen Ausrichtung Ende. Und wir haben genau dieselbe Optik, aber wir haben uns eine Spalte gespart. Und das heißt, unsere Elemente im Code sind jetzt verringert. Das gleiche könnte ich da drüben machen, da mit dem Titel der Seite und dem Logo könnte ich genauso die Spalten mir sparen. Und das gilt aber für mehrere Elemente, also nicht immer alle der vorgefertigten Elemente sind die besten. Da kann man noch ein bisschen optimieren. Wenn wir uns jetzt nochmal den Page Speed hier anschauen, dann ist ganz wichtig hier auch Bilder in modernen Formaten bereitstellen. PNGs sind nicht immer optimal, wenn wir hier zum Beispiel, wenn es ein freigestelltes PNG ist, und wir haben eh einen weißen Hintergrund, dann zahlt sich aus, dass man ein JPEG rausspielt mit einem weißen Hintergrund. Das ist meistens in der Dateigröße dann etwas kleiner. Noch besser sind WebP-Dateiformate. Das ist eben ein modernes Bilddateiformat, welches die Browser lesen können. Das ist wirklich um einiges kleiner in der Dateigröße. Die Datei für den Hintergrund hier ist sehr, sehr groß. So, das ist hier als Hintergrundbild gesetzt. Und das Bild hat 900 Kilobyte. Das ist einfach viel zu viel. Bevor wir so ein großes Bild hier hochladen,
empfehle ich immer, dennoch vorher manuell zu bearbeiten. Also du kannst nun dieses Foto zum Beispiel in Photoshop oder anderen Fotobearbeitungsprogrammen verkleinern. Auf Mac gibt es auch einen kleinen Trick. Und wenn du mehr Fotos hast, könntest du jetzt mehr markieren und öffnest die einfach in der Vorschau. Du kannst in der Vorschau auch die Größe bearbeiten. Da geht man hier auf Größenkorrektur. Wichtig ist die Auflösung. Wir brauchen jetzt keine 300 dpi Auflösung wie für den Druck gedacht. 72 reichen im Normalfall aus. Und wir geben hier zum Beispiel eine Breite von, ich sage mal, für ein großes Bild, ja, 1200, das ist so meine größte Breite, oder sagen wir es wäre 1800. Der Bildschirm da ist jetzt schon etwas größer, sonst wird es doch etwas verpixelt und kann mir hier schon mal das Bild etwas verkleinern. Was ich jetzt auch sehr oft mache, dass ich das Bild nochmal komprimieren lasse. Also es gibt verschiedene Tools, zum Beispiel TinyJPEG. Hier kann man Bilder komprimieren lassen. Ich brauche das nur da reinziehen und von 500 Kilobyte komprimiert hier das Tool runter auf 350. Das ist schon ganz okay. Ich würde mich jetzt vielleicht noch ein bisschen spielen im Photoshop, dass ich das vielleicht von der Qualität noch etwas runtersetze, dass ich so unter 300 Kilobyte komme für das Hero-Bild. Je kleiner, desto besser, aber dennoch wollen wir noch Qualität sehen. Und deswegen, ich nehme das jetzt einfach so mal her und lade das hoch. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal, was passiert. Wir haben jetzt einen Wert von 76 auf Computer und messen einfach die Seite nochmal. Okay, mobil hat es jetzt noch nicht viel gebracht, aber auf Computer wird hier ein Wert von 89, von 76 auf 89 erzielt. Also man sieht, durch Bilder reduzieren, das war jetzt nur ein einziges Bild. Ja. Wenn ich das jetzt mit allen Bildern mache, kommen wir da noch weiter runter von den Dateigrößen und kommen wir da schon auf einen guten Wert. Ich glaube, TinyJPEG bietet sogar ein Plugin an. Muss ich jetzt mal schauen. Genau, das heißt, wenn du es installierst, dann kannst du hier die Fotos hochladen. Ich würde sie dennoch aber in der Größe schon reduzieren ein bisschen. Beim Upload werden deine schon verkleinert. Da gibt es aber noch viele andere Plugins, wie zum Beispiel Imagify oder Smash. Über 1 Million Downloads, die funktionieren alle nach demselben Prinzip. So ein Plugin verkleinert schon mal die Dateigröße deiner Bilder. Als nächstes kommen die Punkte Komprimierung von JavaScript, CSS und auch Website Caching. Da gibt es verschiedene Tools, die das für dich machen und mit denen du das einstellen kannst. Ich zeige jetzt nur eines davon her, was ich gerne einsetze, weil es wirklich auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Das ist WP Rocket. Der Preis ist auch wirklich überschaubar, es sind 44 Euro pro Jahr. Du kannst es auch 14 Tage lang testen. Das heißt, wenn du keine guten Ergebnisse erzielst oder nicht damit zufrieden bist, dann kannst du dir einfach anschreiben und bekommst dein Geld zurück. Ich glaube eher, du wirst dabei bleiben, weil ich zeige dir jetzt, was da so passiert. So, ich habe jetzt einmal WP Rocket installiert und aktiviere das Plugin. Und unter Einstellungen WP Rocket findet man nun die Einstellungen zum Caching und zur Komprimierung und all den Features von WP Rocket. Die wichtigsten Dinge sind vor allem das Caching. Das ist hier sowieso aktiviert, aber generell ist es so, wenn man Seiten ändert, dann erkennt das WP Rocket und löscht auch für die Seite gleich den Cache. Also Caching ist aktiviert. Wir haben hier noch eine Dateioptimierung. Da habe ich bereits angecheckt, CSS minifizieren, das heißt, das CSS wird verkleinert. Mehrere CSS-Dateien werden zusammengefasst. Das sehen wir auch beim JavaScript und JavaScript-Dateien werden zusammengefasst zu einer Datei, damit nicht mehrere Anfragen an den Server passieren, sondern eine mit der minifizierten Datei. Und was auch sehr oft viel bringt, ist JavaScript verzögert laden. Das ist meistens, wenn du auf eine Webseite kommst und dort schon mal die kompletten Skripte geladen werden, die irgendwo da unten erst vorkommen. Diese Checkbox hier macht genau das, dass sie erst die Skripte nachlädt, wenn man sie benutzt. Was man hier noch machen kann, ist unbenutztes CSS entfernen. Muss ich sagen, das hat auch in der Performance super viel gebracht. Also das war wirklich, hat den Rank nach oben geschossen. Leider muss ich dazu sagen, ist das noch etwas buggy. Wie man sieht, das ist noch in der Beta-Version. Kann man aktivieren, muss man eben testen und sich die Seiten anschauen, ob alles richtig angezeigt wird. Bei mir war es dann oft so, dass dann plötzlich Pop-ups nicht funktioniert haben oder andere Sachen eben nicht optimal ausgesehen haben. Was man aber machen kann, ist die CSS-Dateien asynchron laden. Das heißt, man lädt sie eben nach und nicht schon ganz am Anfang. Wenn man eben sieht, dass irgendwas gleich beim
ersten Laden der Seiten nicht funktioniert, dann kann man hier kritisches CSS angeben, welches eben die Seite beim ersten Laden dann richtig anzeigt. So, da oben sieht man noch, der Cache wird gefüllt. Gecachte Seiten sind quasi gespeicherte Versionen deiner Webseite, die einfach schneller abgerufen werden können. BP Rocket bietet aber noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel die Datenbank aufräumen. So kannst du eben mit verschiedenen Optionen deine Datenbank aufräumen und das Ganze kannst du dann zum Beispiel monatlich oder wöchentlich durchlaufen lassen, sodass deine Datenbank immer wieder bereinigt wird. Wenn ich jetzt meine Seite anschaue und lade die mal, da sieht man schon, das lädt schon etwas schneller als vorhin. Also rein vom Gefühl her ist das schon um einiges schneller. Jetzt möchte ich aber auch den Page Speed sehen. Also unsere letzte Messung war Computer 89 und Mobil 49. Schauen wir mal, was da rauskommt. Jetzt mit BP Rocket. Ja, wir haben jetzt mobil einen Wert von 65 und auf Desktop einen Wert von 95. Das finde ich für Desktop schon optimal. Man sieht, WP Rocket hat da schon wirklich viel gebracht. Mobil bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt an WP Rocket, sondern immer noch an meinen Bildern. Die habe ich jetzt noch nicht alle optimiert. Und wir müssen uns auch wirklich auf der Webseite anschauen, welche Größen der Bilder werden denn geladen. Und gehen mal auf die mobile Version und sehen, dass im Karussell trotzdem die großen Bilder geladen werden. Daher würde ich einfach für mobil ein zweites Karussell anlegen und da wirklich Bilder hochladen, die eben kleinere Dateigrößen haben. Das heißt, die Desktop-Version würde ich mir hier mal ausblenden. Das geht hier bei Erweitert unter Responsive. Sage ich Hide on Mobile. Und meine mobile Version kann ich mit Responsive auf Tablet und Desktop ausblenden, dass sie nur auf mobilen Geräten angezeigt wird. Und hier lade ich nun eben meine verkleinerten Bilder rein, die ich vorher schon verkleinert habe. So, ich habe jetzt meine Seite auf einem Wert von 72 mobil und 97 auf Desktop, also Computer, gebracht. Mobil könnte ich jetzt noch etwas mehr optimieren, dass ich sage, ich verkleinere sämtliche Bilder nochmal. Hier könnte ich zum Beispiel in die mobile Ansicht gehen und oben das Titelbild gegen ein kleineres, hochformatiges austauschen und würde mich hier noch etwas weiterspielen, bis ich diesen Wert eben noch weiter raufgebracht habe. Der GT-Matrix-Wert ist aber sehr, sehr gut, also ein A-Wert optimal. Ein bisschen was ist sicher noch möglich, das würde jetzt das Video sprengen. Aber wie man sieht, diese paar Dinge, die ich gemacht habe, haben schon wirklich viel gebracht. Ich verlinke dir auch die BP Rocket unten in der Videobeschreibung. Schau es dir einfach mal an und probier es aus, ob du damit auch deinen Page Speed nach oben bringst. Ja, ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Versuch doch mal, das anzuwenden, so wie ich es dir gerade gezeigt habe. Und vielleicht kannst du mir gleich in die Kommentare schreiben, ob es was bei deiner Seite gebracht hat, was du vielleicht anders machst. Vielleicht hast du andere Tipps zur Verbesserung der Ladezeit. Schreib es doch einfach unten in die Kommentare. Das war schon wieder mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch gleich meinen Kanal und bis zum nächsten Video.